Das, was hier hinter mir ist, ist das Audimax der Uni Kiel. Normalerweise sitzen dort Studenten und auch angehende Lehrer. Jetzt aber werden Lehrer zu Lernenden. Was da so passiert, sehen wir jetzt. Der Impulskongress Fachunterricht mit digitalen Medien. Seit Jahren der größte Kongress für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein überhaupt. Viele Lehrerinnen und Lehrer, eine Vision. Das Ziel ist, Lehrkräften einen Impuls zu geben. Ja, wir wollten versuchen, möglichst viel am Fachunterricht orientierte Workshops an diesem Tag zusammenzustellen, um wirklich auch zu zeigen, was geht in Schleswig-Holstein, was geht über die Landesgrenzen hinaus, um damit aber auch wirklich diese Impulse in die Schulen zu kriegen, die Lehrkräfte zu animieren, einfach im Unterricht Dinge auszuprobieren und einfach sich von der Vielfältigkeit zu überzeugen, die wirklich auch schon an Schule praktiziert wird, beziehungsweise die einfach auch in Institutionen vorgehalten wird, um vielleicht digitalen Unterricht zu machen. Neben vielen allgemeinen Informationen, zum Beispiel von Buchverlagen, lässt sich hier für wirklich jedes Schulfach etwas entdecken. Über 250 Workshops und Fachvorträge. Alles zugeschnitten auf den Fachunterricht mit digitalen Medien. Wir vermitteln Lehrkräften heute den Einsatz einer Stop-Motion-Box, sodass ein Legetrickfilm im Biologieunterricht möglich wird. Spicken also ausdrücklich erlaubt. Auch viele der inzwischen 130 Modellschulen für Medienbildung in Schleswig-Holstein lassen sich bereitwillig in ihre ganz speziellen Karten gucken. Wir produzieren Lernvideos für die Schüler, damit sie selber irgendwie lernen, wie man mit diesen Geräten umgeht und wie auch dieses Komische in den Fernsehen alles funktioniert und vor allen Dingen, wie das in diesen Filmen funktioniert, um so ein bisschen diese Technik kennenzulernen. Was würden Sie denn sagen bei der Arbeit mit digitalen Medien, was ist da das Wichtigste, was ein Lehrer beachten muss? Keine Angst haben. Bereit sein, Fehler zu machen, weil man immer Fehler macht. Und offen sein dafür, mit den Schülern zusammenzuarbeiten, weil oft Schüler auch selber ein bisschen mehr Kompetenzen haben in einigen Bereichen. Und offen sein für Neues. Ohne Berührungsängste und ob des ganzen Trubels sehr zufrieden, auch Bildungsministerin Karin Prien, wenn aus ihrer Sicht auch noch viel zu tun ist. Ja, das wird so sein, dass Digitalisierung im Unterricht, digitale Medien im Fachunterricht ein Schwerpunkt der Fortbildungsveranstaltungen in den nächsten 2 Jahren darstellen wird. Wir werden eine Vielzahl von Fortbildungsangeboten an Lehrkräfte machen, sowohl Präsenzangebote als auch Angebote in Webinaren. Und insofern werden wir nach diesem Auftakt heute so viel wie möglich unsere 28.000 Lehrkräfte versuchen, eine solide digitale Fortbildung anzubieten. Über 3000 Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt auch sehr viele Meinungen. Es überwiegen allerdings die zufriedenen Gesichter. Also ich bin beeindruckt, dass das Land so eine Veranstaltung uns zur Verfügung stellt, praktisch, um Impulse zu bekommen. Ich glaube, damit das wirklich in die Schulen implementiert und eingeführt wird, dass wir hier so sehen, bräuchte man dann noch kleinschrittigere Herangehensweisen. Ja, ich bin sehr positiv überrascht über diese Veranstaltung. Ich habe ein breites Spektrum an Angeboten erleben dürfen und bin auch beraten worden hier an einem Stand von einem Buchverlag. Also bis jetzt bin ich sehr positiv angetan davon. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, aber ich glaube, das wissen die Veranstalter selber, dass das ausbaufähig ist. Ich finde diese Veranstaltung toll, weil viele Lehrer, glaube ich, noch fremd sind in der digitalen Bildung. Und es ist ja ein Impulskongress und es gibt vielleicht heute wirklich einen Anstoß für viele, darüber zu diskutieren, nachzudenken und sich eventuell auch fortzubilden. Ein erster Lehrkräftekongress dieser Größenordnung seit vielen Jahren. Nach der Mittagspause entspannen sich aber auch so allmählich die Gesichter der Organisatoren. In der Tat war es ein großer Aufwand, ein sehr, sehr großer Aufwand. Zumal wir irgendwann beschlossen haben, aufgrund dieses großen Interesses, dass wir einfach mit den Teilnehmern nochmal höher gehen müssen, mit der Teilnehmerzahl. Und dann ist es wirklich so eine ganz große Veranstaltung geworden. Wir haben ganz hervorragende Kooperation gehabt zur Universität. Wir haben viel Beratung und Unterstützung natürlich gehabt. Aber wir mussten natürlich an wahnsinnig viele Dinge denken dabei. Ich finde toll, dass sich so viele auf den Weg gemacht haben.
hier zu uns nach Kiel. Und das zeigt natürlich auch, dass das Interesse unglaublich groß ist an diesem Thema und dass hier jeder auch sehr aktiv mitmachen möchte. Ich sehe volle Workshops. Ich bin tatsächlich bislang wahnsinnig zufrieden, wie das hier gelaufen ist. Und auch wenn es offensichtlich etwas wirklich Besonderes war. Wir fahren mit dem Gefühl zurück ans Eckhorst, dass dies nicht der letzte Kongress zum Fachunterricht mit digitalen Medien gewesen sein dürfte.